Vor genau einem Jahr wurde im Keller des Rastatter Landratsamtes die sogenannte integrierte Notruf- und Feuerwehrleitstelle eingerichtet. Seither werden alle telefonischen Notrufe aus fast ganz Mittelbaden in dieser Zentrale disponiert. Hier arbeiten Landratsamt, DRK Bühl und die Feuerwehren eng zusammen. Die Zusammenarbeit läuft wirklich hervorragend. Man versteht sich als gemeinsamer Dienstleister für die Bevölkerung hier in Mittelbaden. Und auch die wirtschaftliche Seite kann sich sehen lassen. Man sieht ganz genau, wenn man hier gemeinsam eine gemeinsame Aufgabe bearbeitet und erledigt, dann ist es unterm Strich auch von der finanziellen Seite, von der betriebswirtschaftlichen Seite eine spürbare Fortentwicklung. Investitions- und Betriebskosten teilen sich das Rote Kreuz und der Landkreis. Durch diese Einsparungen können Mitarbeiter in der Notrufannahme fortgebildet werden. So muss zum Beispiel André Graf am Telefon vor unzähligen Bildschirmen jederzeit den Überblick behalten, Anrufe abfragen und bei über 200.000 Alarmierungen pro Jahr noch während des Telefonats die geeigneten Rettungskräfte zum Einsatzort schicken. Die Gemeinschaft Deutsches Rotes Kreuz und Feuerwehr, der Landkreis Rastatt, die funktioniert hervorragend. Man sieht es vor allen Dingen an dem Personal, das hier arbeitet. Da gibt es kein von dort oder von dort, sondern wirklich die Integration ist da schon zu 100% hat die stattgefunden. Das ist eine ganz tolle Sache. Auch für die Menschen draußen natürlich. Da wird man nicht hin und her verbunden. Da wird von jedem disponiert, der so einen Notruf annimmt. Und wenn nicht, guckt man sich gegenseitig an am Tisch und sagt, komm ich mal kurz rüber oder so. Und das funktioniert hervorragend. Und das jetzt seit einem Jahr. Die integrierte Leitstelle ist inzwischen auch zu einem Vorbild für andere Landkreise geworden. Diejenigen, die jetzt daran sind, solche Leitstellen zu konzipieren, zu bauen, die besuchen uns und fragen nach. Zum Beispiel die Freiburger oder auch der Landkreis Karlsruhe oder auch andere Landkreise aus unserer Gegend. Die fragen dann durchaus nach, was macht die Technik, wie macht's ihr? Allein die Baden-Badener Feuerwehr hat noch eine eigene Telefonzentrale. Mittelfristig werden aber wohl auch die Notrufe aus der Kurstadt in der integrierten Leitstelle zeitsparend und kompetent in Rastatt bearbeitet werden. Man muss nicht mehr wie früher aus der Sicht vom Bürger überlegen, brauche ich jetzt einen Rettungsdienst oder brauche ich die Feuerwehr? Man wählt die 112. und ist dann vor Ort. Es muss halt so sein, dass für den Hilfesuchenden eigentlich null Wartezeit da ist. Das ist unser oberstes Ziel. Und unsere Mitarbeiter, egal ob sie von der Feuerwehr kamen oder vom Rettungsdienst, können beides bearbeiten. Das heißt, diese Alarmierungszeit und letztlich dann auch die Einsatzzeit vom Rettungsdienst oder von der Feuerwehr wird dadurch natürlich schon optimiert und verkürzt.